Ciao, ragazzi, was geht aus? Cool am Start. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Tarkov-Journal-Folge. Battlestate Games hat ein dickes Event rausgehauen und auf YouTube ein Video von Fans, eine Videobotschaft von Fans gepostet. Корпорации вроде Terra Group думают, что они управляют миром. Но Тарков — это мы. Простые люди с заводов. Охранники, слесари, водители, охотники. Все простые работяги. Моих парней называют дикими, но дикие здесь вы, пришедшие сюда ЧВК. Der scheint mit der Gesamtsituation unzufrieden zu sein. Das ganze Video geht nur 2 Minuten, verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Und jetzt ist es so, dass das Event beinhaltet, dass man gewisse Items braucht, um auf eine Map zu kommen. Ähnlich so wie die Labs-Zugangskarte für die Karte Labs. Beispielsweise kommt man auf die Karte Streets nur mit einem AHF-1-Stim, auf Woods nur mit D-Fuel und auf Factory mit Aquamarin, und auch die anderen Maps brauchen andere Gegenstände, damit ihr sie bespielen könnt. Scaffrons könnt ihr immer noch auf allen Karten machen. Und eine Karte ist dabei, die tanzt ein bisschen außer Reihe, und das ist momentan Customs. Denn auf Twitter postete der Escape from Tarkov Account einen Link. escapefromtarkov.com Open Map, und da ist Folgendes zu sehen. Da sehen wir gerade, auf Customs gibt es Anzahl X Kills, die bisher erreicht wurden, von 150.000, und die nächste Map ist dann Reserve. Also Customs ist dann jetzt gerade frei, da kann man ohne Zugangsbeschränkung einfach spielen, das heißt, da wird komplettes PvP-Massaker sein, hoffentlich, also komplette Action, und wenn da die 150.000 Kills gemacht wurden, ist Reserve free. Was haltet ihr von dem Event, Leute? Findet ihr das cool? Findet ihr das nicht cool? Beobachtet da auf jeden Fall auch mal den Fliehmarkt, denn die Gegenstände für die anderen Maps sind da jetzt wahrscheinlich viel wert. Da wird auch auf den Maps vielleicht nicht so viel los sein. Das heißt, da kann man wiederum, denke ich mal, gut looten, wenn man die erforderlichen Gegenstände hat. Das heißt, auch der Fliehmarkt wird wahrscheinlich durchdrehen. Und ich frage mich jetzt natürlich, feiert ihr das Ganze oder feiert ihr es nicht? In die Kommentare mit euch. Und das war's auch schon wieder. Falls euch das kurze, knappe Tarkov-Journal gefallen hat, zeigt es mir gerne mit einem Like. Vergesst nicht, am 21.05. 19 Uhr King of Factory Finale wird richtig, richtig geil. Die Waffen sind bereits ausgelost. Wird auf jeden Fall skilltechnisch und taktisch Chöp Güzel. Vergesst nicht, die Highlights euch reinzuziehen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und lasst mir doch gerne ein kostenloses Abo hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.